Hallo ihr da draußen und damit heiße ich euch mal wieder und wie immer herzlich willkommen zu einem weiteren Video von uns. Im letzten Video ging es ja um einen kleinen verlassenen Betrieb im Herzen von Magdeburg. Leider haben wir da null Informationen oder ich habe keine Informationen finden können. Solltet ihr also über diese Location oder über andere Orte Informationen verfügen, dann könnt ihr uns die gerne unten in die Kommentare schreiben oder uns aber auch über Facebook informieren. Nun, jetzt soll es weitergehen mit dem hier schon laufenden Video und auch wenn es schon einige Tage zurückliegt und wir hier noch mit unserer längst ausrangierten GoPro 3 gefilmt haben, zeigen wir euch heute endlich in Folge 56 die Überreste einer ehemaligen Fabrik, in der das Produktionssortiment über die Jahrzehnte ganz schön variierte. Ich wünsche euch viel Spaß und wir hören uns gleich. Wir sind Urbex LE direkt aus Leipzig und in diesem Video zeigen wir euch eine Fabrik, die einen sprechen von Spielzeugfabrik, die anderen von Sattlerei. Ich sage euch heute, was hier wirklich gemacht wurde. Nun, wenn man im Netz schaut und sich mal hier so die Berichte der verschiedenen Seiten durchliest, die so alle über verlassene Orte und Urbex schreiben, dann schreiben eigentlich alle über dasselbe und zwar hauptsächlich über das Thema Insolvenz in den 90ern. Und dem Scheitern der Treuhand. Ich hatte natürlich etwas Zeit, um mal hier ein bisschen weiter zurückzuschauen und habe so einiges für euch herausgefunden. Aber wir fangen natürlich wie immer mit dem Urschleim an. Dieser aufwendig gegliederte Fabrikbau im Reformstil wurde ursprünglich 1915 fertiggestellt und ist heute von wichtiger ortshistorischer Bedeutung. Was folgt daraus? Natürlich ganz klar Denkmalschutz und das zu Recht. Schon allein wegen dem markanten Turm. Dieser wird im Wikipedia auch besonders üppig beschrieben als Turm mit rechteckigen Fenstern und so weiter und so fort und wird natürlich auch hier in der Liste der Kulturdenkmäler geführt. Noch weit vor dem Zweiten, ja noch während des Ersten Weltkrieges wurde hier in einer Sattlerwerkstatt mit der Herstellung von Zelten begonnen und das auch sehr erfolgreich. Man erkannte, dass die wasserabweisenden Stoffe, aus denen die Zelte gefertigt wurden, gerade auf Arbeitskleidung ein völlig neues Potenzial entfachten. Nicht genau belegt, aber irgendwann zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg wurde also mit der Produktion von Regenjacken und Regenkleidung aus Spezialstoffen begonnen. Selbst während der Kriegsjahre 1939 bis 1945 setzte man wohl die Produktion fort. Für wen man allerdings hier produzierte, ist nicht belegt. Ob die Wehrmacht oder andere Verbände aus dieser Zeit Abnehmer waren, ist auf jeden Fall naheliegend. Es kann aber auch sein, dass die Fabrik einfach während der letzten Jahre umgerüstet wurde und ersatzweise diverses Kriegsgut wie zum Beispiel Granathülsen herstellte. Ob es Schäden durch Bombenlast in dieser Zeit gab, ist leider auch nicht bekannt. Hier sind wir wieder auf eure Hilfe angewiesen. Solltet ihr da zufällig irgendwelche Informationen haben, dann gerne in die Kommentare damit. Nach dem Krieg kam natürlich auch für dieses Werk mit Beginn der 50er Jahre die Verstaatlichung und Umstrukturierung durch die frühe DDR. So entstand der kommunale Kreisbetrieb Pouch und ich hoffe, ich spreche Pouch richtig aus, denn es handelt sich ja ursprünglich um einen Ort. Später entstand auch der VEB Zelter Pouch, der seinen ursprünglichen Sitz zwar, wie schon erwähnt, in Pouch hatte, allerdings das hier gezeigte Werk nutzte. Wer Pouch nicht kennt, Pouch ist eine knapp 2000 Seelengemeinde am Muldestausee. Hier nochmal der Hinweis, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, denn ich habe bis zu diesem Video von diesem Ort noch nie was gehört. erfolgseigene Betrieb setzte die Produktion von Zelten und Arbeitskleidung natürlich im Werk fort und nutzte vor allem das Know-how der vergangenen 35 Jahre, um die Produktionspalette zu erweitern. Ab 1953 kam so die Produktion von Faltbooten hinzu und es entstand der VEB Kunststoff- und Textilverarbeitungswerk Pouch. Dieser produzierte ab Mitte der 50er Jahre dann wieder im ursprünglichen Ort, nämlich in Pouch. Mit der Herstellung von Medizinbällen und Campingzubehör, zugegeben einer sehr merkwürdigen Kombination, entstand der VEB Wassersport und Campingbedarf Pouch. Während der 60er Jahre spaltete man diese Produktion ab, sodass Faltboote und Campingproduktion nicht mehr hier im Werk stattfanden. In Taucha entstand nun der VEB Favorit Taucher. Die Geschichte der Bootsherstellung setzte sich allerdings weiterhin fort und das ziemlich erfolgreich mit vielen verschiedenen Bootstypen und Formen, die übrigens bis heute hergestellt werden, auch wenn zwischendurch die eine oder andere Insolvenz hinzukam. Im Werk wurde weiter produziert und das bis 1991 unverändert, bis ein Privatinvestor die Anlage kaufte und sie wieder in eine Sattlerei umwandelte. Kurze Zeit später nutzte auch der Zrost-Großhandel die Räumlichkeiten als Niederlassung für Schreib- und Spielwaren und sanierte sogar einige Teile der damals schon fast 80 Jahre alten Fabrik für die Produktion von Spielzeugsteinen. Der eine oder andere wird sich vielleicht an Anchorstones erinnern. Die Sattlerei ging übrigens 1995 in Insolvenz. 4 Jahre darauf sollte auch die Zrost-Spielwaren GmbH und Co. KG folgen. Ab dieser Zeit nutzten verschiedene Künstler die Räume als Wächterhaus, um darin zu wohnen und die Gebäude notdürftig instand zu halten. Wer Wächterhäuser nicht kennt, hier in Leipzig gibt es ja den Verein Haushalten e.V., ein toller Verein, wie wir finden, mit dem wir auch schon zusammengearbeitet haben. Haushalten e.V. kümmert sich gerade um Gebäude, die keine Mieter mehr haben, die leer stehen und verfallen. Der Sinn ist es, in den Gebäuden wieder Bewohner zu haben, die dort drinnen wohnen, ohne Miete zu bezahlen, sich gleichzeitig aber um die Instandsetzung der Gebäude zu kümmern, sodass die Gebäude nicht weiter verfallen. Die Miete beläuft sich in dem Fall auf das, was die Bewohner verbrauchen, also Wasser, Gas und Strom. Bis 2003 wurde also das hier so als Wächterhaus genutzt. Die Stadt nutzte sogar einen Teil als Ausstellungsräume, aber das war auch weder nachhaltig noch von längerer Dauer. Nach dem Auszug der Künstler, die übrigens nur auszogen, weil man horrende Mieten auf einmal verlangte, brannte es direkt 2 Monate später das erste Mal im Objekt, aber das sollte nicht das letzte Mal gewesen sein. Nebenbei ging 2005 der rechtswidrig erworbene Teil des Objektes, welcher durch die Firma Zrost genutzt wurde, wieder an die Treuhand zurück. Seitdem wird das knapp 15.000 Quadratmeter große Areal immer wieder von Vandalen und Jugendlichen sowie vor allem von Brandstiftern heimgesucht. Zu erwähnen sind ein Dachstuhlbrand 2009 und ein weiteres schweres Feuer im darauffolgenden Jahr. Entsprechend ist natürlich auch der Zustand. Einiges war nicht mehr betretbar, gerade in den oberen Etagen war es doch ganz schlimm. In diversen Artikeln von der Mitteldeutschen Zeitung war auch ein Feuerwehrmann zitiert worden, der sagte, ich weiß gar nicht mehr, wie oft wir auf dem Gelände löschen waren. Das ist recht interessant, dass da kein Riegel vorgeschoben wird und die Stadt sich da auch bis heute nicht kümmert, obwohl ja die Stadt nicht Eigentümer dieser Anlage ist, sondern die Treuhand dieses Gebäude verwaltet. Entsprechend hat da die Stadtverwaltung keine Handhabe über dieses Objekt. Was damit in der Zukunft geschehen wird, ist sehr, sehr fraglich. Ich weiß nicht, ob es da aktuell Veränderungen gibt, also bin ich da wieder auf euch angewiesen. Solltet ihr Informationen haben, dann immer her damit. Ich verabschiede mich jetzt zum Schluss noch mit einigen Bildern, bedanke mich bei euch fürs Zuhören und Zuschauen. Wenn ihr Bock habt auf weitere Videos, dann gebt uns doch gerne ein Like und abonniert unseren Kanal. Schaut doch gerne mal in unsere Playlists rein, da werdet ihr noch das eine oder andere finden. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, bis nächste Woche, macht's gut und ciao.